Ich bin Talal Al-Jamid, ich komme aus Syrien. Jetzt unterrichte ich in zwei Kursen in VHS Alphabetisierung als Fremdsprache für Migranten und Arabischkurs für Kinder. Ich heiße Fariba und ich komme aus Afghanistan. Ich will Kochkurs machen und verschiedene Rezepte anderen Leuten zu zeigen. Erstes Jahr hatte ein bisschen Schwierigkeiten, und weil nicht so viele ausländische Leute waren hier. Jetzt ist alles gut, habe ich auch viele deutsche Freundinnen. Wir laden einander uns ein beim Essen oder Kaffee trinken. Dieses Projekt gibt die Möglichkeiten für mich und meine Kollegen, die Migranten zu helfen in Sprachen, in kulinarische zum Beispiel. Im VHS gibt es viele Kurse, damit du andere Sprachen lernen kannst, zum Beispiel Spanisch, Englisch, Französisch. Es gibt auch Malenkurse und Zumba und Yoga-Kurse auch hier in VHS. Ich bin Ahmad Sharabachi. Meine Freunde waren hier erst und sie haben mir gesagt, es gibt viele nette Leute hier. Und wenn du zum Beispiel mit deutschen Leuten redest oder sowas machst, dann kannst du besser die Sprache lernen. Ich habe auch viele Interesse auf Kochen, gefällt mir sehr. Und auch will ich mit den Leuten Kontakt zu haben. Ich in Syrien, ich war ein Fußballspieler, aber hier hatte ich das bis zum Schauspieler gewechselt und hier mitgemacht habe. Ich finde das toll, wenn jemand kann die anderen helfen. Und deshalb mache ich diese Qualifikation oder Weiterbildung. Ist nicht leicht, aber wenn man hat ein Ziel, ich glaube, er kann das schaffen. Ich mache mein Bestes. Und dann kommt alles.